Sorry, ich habe irgendwie heute noch nicht so viel gefilmt. Heute ist der erste Tag. Ich wollte euch aber mal zeigen, wie viel wir jetzt am ersten Tag geschafft haben. Wir sind nämlich hier von Karlsruhe, sind wir runter nach Straßburg und dann sind wir nach Mulhouse oder Mulhausen, oder wie es heißt. Und dann hier Besançon. Und jetzt sind wir da irgendwo in so einem Wäldchen da zwischendrin. Und wollten eigentlich schon nach Lyon kommen heute, haben es aber leider nicht geschafft, weil wir uns, ja, hat es einfach von der Zeit nicht gereicht. Und unser Ziel ist erstmal hier Montpellier. Das heißt, wir fahren morgen von hier irgendwo in der Mitte sind wir. Fahren wir am besten so viel wie geht. Also wir fahren auch schon relativ früh und wollen eigentlich auch zum Pont du Gard. Und ja, dann mal schauen, wie viel wir schaffen. Sieht unser Bettchen aus. Hier haben wir so Kisten, das ist unsere Küche und noch so Essen. Und ganz viele Decken und Kissen. Da ist sogar der Name drauf auf der Decke. Da, Luca. Unser erstes Outdoor-Essen. Lecker! Ja, er möchte nicht gezeigt werden, aber schreit rein. Hier mit Wein noch. Und hier war unser. Oh, ja, hier unser Campingkocher. Wir sind beim Pontag. Oder wie heißt das? Pontag. Und das ist ein süßer Hund. Ja, das sind ganz viele Hunde. Aber eigentlich sind wir wegen den hier da. So. Wir gehen jetzt mal zum Strand. Durch diesen Weg. Auf diesen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Der Pont d'Arc. Ist einfach so ein Torbogen bei dem Fluss. Kann man auch ganz viele Kanutouren machen. Dafür sind wir aber zu arm. Weil es kosten so 20 Euro pro Person mindestens. Das ist so ein kleiner Chiller. So, Essen Nummer 2, vegetarisch und ein Wein dazu und Wasser. Und wir sind in so einem coolen Restaurant am Pont d'Arc. Und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. Ja. Wir gönnen uns jetzt noch Nachtisch, Panna Cotta mit das da, dem da. Eis und Früchten. Yum, yum, yum. Guten Morgen, Leute. Es ist Tag 3 und gestern Abend haben wir im Dunkeln noch einen Campingplatz gefunden. Beziehungsweise Campingplatz, wir tun ja Wildcampen. Und dann zeige ich euch jetzt mal kurz. Hier ist die Straße. Ich weiß nämlich nicht, wie steht, wenn es windig ist. Und dann sind wir hier so reingefahren. Das ist ganz schmuggelig und versteckt. Und da ist unser Auto. Und da haben wir dann geschlafen. Und es war ein bisschen gruselig, weil die ganze Zeit die Bäume vom Wind so ans Auto gekratzt haben. Aber ja, war cool. Jetzt sind wir am Pont du Gard. Das ist ein römisches Aquädukt, gell? Was? Also wir glauben, es ist ein Aquädukt. Oder Viadukt. Oder Viadukt. Aber Aquädukt mit Wasser.
gefahren zum Mount Jungfraut. Und heute Nachmittag geht es dann weiter Richtung Marseille und so. Und ja, es kostet hier übrigens 18 Euro Eintritt für 5 Leute. Also es geht eigentlich voll klar. Aber wir sind leider nur zu zweit. Also es kostet zwar 10 Euro Eintritt, aber ich finde, das kann man schon mal machen, weil es ist schon ziemlich cool. Also für Leute, die sich für die Römer interessieren oder generell